Moin Leute, willkommen zum nächsten Tag, zum nächsten Part, zum nächsten Teil von Xyz Crafts. Heute machen wir wieder eine Minentour, weil momentan kann ich noch nicht so viel machen. Ich habe mir vorgenommen für die nächste Folge, ich suche mir schon mal, also ich möchte natürlich ein Haus haben und ich werde mir schon mal Inspiration raussuchen. Aber heute werden wir weiterhin erstmal das Grundequip uns erfahren. Und ja, ihr könnt dabei zugucken und gerne liken und Abo da lassen. Ich war gerade bei Followen, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Hier, wir gehen direkt zur Farmwelt, das synchronisiere ich natürlich wieder nach. Ja, wir gehen in die Farmwelt. Letztes Mal sind wir in die andere Richtung gegangen. Dieses Mal gehen wir in die Richtung, da war ich noch nie. Ich war, glaube ich, schon in, ich bin, glaube ich, schon in zwei Richtungen gelaufen. Jetzt drei. Das heißt, eine fehlt uns noch. Ich glaube, dazu muss ich nach links laufen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Vielleicht nächstes Mal, wenn wir in der Farmwelt sind. Ich lief hier erstmal rum. Ich laufe erstmal rum. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen an Holz abgebaut. Holz ist immer wichtig. Das sollte man, glaube ich, wissen. Ja, also hier haben wir noch ein bisschen Holz. Jetzt haben wir, glaube ich, auch schon genug Holz. Grüße an alle, die im Chat sind. Ja, ihr seht gerade, wie viel Uhr ich das aufnehme, um 20:15 Uhr. Ja, beziehungsweise, wie viel Uhr ich das aufgenommen habe. Weil ich habe das gestern aufgenommen, von meiner Zeit aus. Und ja, Bäume abzubauen ist jetzt gerade nicht das Interessanteste, würde ich jetzt mal behaupten. Habe extra keine Birken abgebaut, weil vielleicht braucht man Eichenholz irgendwann zum Bauen. Und mit Akazienholz finde ich Birkenholz ist das hässlichste. Vielleicht auch dieses Dschungelholz, aber naja. Hier, wir gehen direkt in eine Höhle, weil natürlich mein Ziel, Eisen zu finden. In der letzten Folge habe ich ja im Video gefragt, ob man Eisen überhaupt finden kann. Ja, Darkfighter hat auf mein Video reagiert in den Kommentaren und hat gesagt, ja, es geht. Da ich erstmal so, ja. Ja. Ich habe 20 Minuten da gestrippt oder 15. Und habe nur Kohle gefunden. Und das nur eine einzige Ader oder so. Keine Ahnung. Das war wirklich krank. Ich hatte Pech auf jeden Fall. Aber ich kann auch sagen, heute wird es besser. Sehr, sehr, sehr viel besser. Zwar keine Dias, aber schon mal. Also wir kommen weit. Ich sag's mal so. Da, wir kommen ja gleich eh dahin. Ja, hier bin ich hingelaufen. Ich hätte die Fackel eigentlich mitnehmen sollen. Ich bin bei Fackeln platzieren bin ich nicht der Sparsamste. Da sollte ich mal mehr arbeiten. Kohle war mir da auch relativ egal. Ja, ich bin wieder rausgegangen. Es wird schon Nacht. Es ist schon Nacht. So. Hier ein kleiner Cut. Grüße an Privat Null, der gerade gegangen ist. Oder gestern gegangen ist. Ja, und ja, stimmt, ich wollte noch ansprechen, ich werde jetzt nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video hochladen. Es ist nicht so, als wäre es unmöglich für mich. Aber ich bin euch ja ganz ehrlich, Mann, ich habe halt manchmal keinen Bock darauf. Es ist wirklich nicht gerade, es ist nicht gerade leicht, Videos zu machen, weil erstmal muss ich das Video überhaupt mal aufnehmen. Das kann zwischen 20 und einer Stunde dauern, sage ich jetzt. Also so. Eine Stunde dauert es nicht so oft meistens. Aber das letzte Video hat zum Beispiel 40, 50 Minuten gedauert, aufzunehmen. Das fertige Produkt ist ja dann, glaube ich, 20 Minuten lang gewesen. Also ich musste die Hälfte rauscutten. Dann muss ich in meiner Aufnahme-App auch noch die Cuts finden. Und jetzt unterbreche ich mal, denn hier ist es passiert, ich habe zum ersten Mal Stein, nicht Stein, Eisen gefunden. Ich war wirklich richtig happy.
Auch wenn man vielleicht nicht an meiner Reaktion jetzt oder gerade im Ingame sehen kann. Ich war wirklich sehr, sehr happy, weil das bedeutet, dass falls wir Diamanten finden, dass ich, ja, hier sieht man es, dass ich endlich die auch abbauen könnte. Hier habe ich noch eins übersehen. Und ja, ich kann euch jetzt auch sagen, ich habe noch ein paar mehr Eisenerze gefunden, zum Beispiel jetzt auch. Ich habe noch nie gesehen, dass Eisen so weit an der Oberfläche war, dass man schon sehen kann. Aber ich war natürlich happy, ich habe es dankend entgegengenommen. Und ja, weiter zu, wie ich meine Videos so mache. Also, allerhöchstens eine Stunde. Ich runde mal auf eine Stunde auf, okay? Wir können ja gleich noch etwas abziehen. Eine Stunde für ein Video aufnehmen. Dann noch schneide ich es. Ich schneide es. Es dauert 10 Minuten. Wohl, ja, doch 10 Minuten. Sagen wir 10 Minuten. Höchstens. Also, wohl nicht höchstens so durchschnittlich 10 Minuten. Das heißt, 70 Minuten bin ich jetzt schon. Dann muss ich noch nachsynchronisieren. Das dauert logischerweise so lange, wie das Video geht. Das Video gerade ohne Ton geht 17 Minuten und 7 Sekunden. Das heißt, 17 Minuten drauf, sagen wir 20, weil normalerweise dauert ein Video 20 bei mir. Das heißt, ungefähr eine ganze Doppelstunde, wenn du in der Schule wärst, hätte ich jetzt Zeit, um ein Video zu machen. Plus, minus, ne? Wenn man, ne? Eher minus, bin ich auch ehrlich, aber ja, ich gebe mir eigentlich schon mehr. Also sagen wir so, um die 80 Minuten oder eine Stunde dauert es schon, ein Video zu machen. Und dann kommt meistens noch dazu, dass ich meistens noch beschäftigt bin daneben. Noch nicht mal so viel lernen, aber ich bin meistens immer im Talk mit jemandem. Oder ich schreibe dabei oder keine Ahnung, ich gucke YouTube dabei und da bin ich auch oft abgelenkt. Das könnte ich auch vermeiden, aber ich will halt auch Spaß dran haben. Und fühlt man, glaube ich, auch mehr als Zuschauer, wenn man jetzt ein besseres Video bekommt. Hier habe ich Eisen gefunden, als wenn man irgendwas bekommt, was man da hingeklatscht bekommt. Und? Oh, ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Auch noch das Extrahieren. Also, wenn ich die Videos aufnehme und dann muss ich sie in meine Bearbeitungs-App einfügen. Das ist wirklich so eine Qual. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. 10, 20 Minuten, sagen wir 15 Minuten hat es gedauert. Also wirklich eine Doppelstunde, 90 Minuten dauert das. Wirklich, bis ich ein Video fertig habe. Und das auch nur, wenn ich keine Pause mache. Wenn ich dazwischen eine kleine Pause mache, wenn ich essen gehe oder mir irgendwas reinpfeife oder trinke oder irgendwas, ne, da verliere ich ja schon Zeit. Da gehen schon die ein oder anderen Minuten weg. Also es ist wirklich, ja. Aber wenn man da gerade drin ist, so im Schnitt und so, das vergeht eigentlich viel schneller. Das fühlt sich wie eine halbe Stunde an. Ist auch schon viel. Es hört sich nicht nach viel an, aber mach das mal selber. Das dauert wirklich lange. Ja, und nebenbei mache ich manchmal auch so TikTok-Videos. Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, ich gebe euch nicht den Usernamen. Usernamen, Alter, Username, Nickname. Ja. Und nebenbei manchmal zocke ich auch irgendwas neben dem Video aufnehmen. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schnell abgelenkt ist. Also, ja. Hier habe ich versucht, Keys wegzumachen. Für Leute, die es nicht wissen sollten, Keys ist mein Hassblock in Minecraft, weil der mich schon in manchen Challenges, wo ich mir selber die Challenge gestellt habe, dass ich keinen Schaden nehmen möchte oder dass ich, ne, sowas, dass ich da nicht sterbe oder dass ich in einer Minecraft durchspielen muss und nicht sterben darf, da war Keys schon manchmal. Ne, das war schon blöd. Und Kies, ich mag das Geräusch nicht auf Kies zu laufen, auch wenn es genau gleich ist wie bei Sand. Obwohl, nee, nicht bei Sand. Ich glaube, bei Erde ist es das gleiche Geräusch. Aber ich hasse Kies. Keine Ahnung warum. Aber ja, hier habe ich eine Fackel platziert. Das war etwas dumm. Ja, ich kenne mittlerweile schon manche Leute aus dem Chat, den Echo oder Echo YouTube, keine Ahnung, wie man den ausspricht, und diesen anderen Typen, wie hieß er, ich weiß gerade nicht, ich kann nicht zurückgehen, irgendwie ist mit Bauer oder so. Ich kenne die schon. Ich kenne die schon.
Ich schreibe jetzt nicht in den Chat. Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Mal in den Chat geschrieben, außer halt, um Befehle zu machen. Aber das ist ja nicht wirklich Chat schreiben. Hier habe ich wieder Eisen gefunden. Ja. Liegt daran, dass ich eigentlich ein bisschen schüchtern bin. Ein bisschen viel. Also wenn ihr wirklich verklemmt seid, dann könnt ihr euch immer merken, ich bin verklemmter. So könnt ihr euch das merken. Hier war auch mehr Eisen, als ich erwartet hätte. Da konnte man hier zwei Eisenerze sehen. Das war auch gut. Da waren, glaube ich, 6 Eisen dabei. Hier habe ich wieder was gefunden. Also es ging halt wirklich gut. Also es war halt wirklich, hat sich gelohnt. Hier habe ich das Eisen noch abgebaut. Ich bin dann zu meinem PH gegangen, zu meinem Plot. Beziehungsweise das da ist nicht mein Haus. Nein, das ist mein Nachbar von Echo YouTube. Ach, was? 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 Warte, was? Echo YouTube ist mein Nachbar. Okay, das ist jetzt ein Zufall, das habe ich jetzt erst gecheckt. Wahrscheinlich habe ich in der Aufnahme schon gecheckt und ich habe es vergessen. Geil. Ich finde es auch mal lustig, Leute, die checken, mit SCH schreiben. ich finde mich gerade etwas lustig. Und ja. Ich hab hier vielleicht Ideen, wie ich mein Haus gestalten kann. Ich habe schon oft genug in meinem Leben ein asiatisches Haus gemacht, deswegen denke ich nicht, dass ich ein asiatisches Haus machen werde. Aber ich will auch jetzt irgendwie kein modernes, so modern angelegtes Haus bauen. Einfach aus dem Grund, weil das ist auf vor allem City-Build-Servern ist sehr beliebt, moderne Häuser zu bauen oder so Villen. Und das möchte ich nicht. Also entweder ich baue wieder irgendwas Asiatisches. Das kann ich ganz gut eigentlich. Es passt auch gut zu mir. Oder ich lasse mir irgendwas einfallen. Vielleicht mache ich auch irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Keine Ahnung, vielleicht mache ich was komplett anderes. Kommt drauf an. Vielleicht könnt ihr mir auch ein paar Tipps geben. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Wünsche. Vielleicht wollt ihr auch ein modernes Haus. Ja, das könnt ihr gerne entscheiden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommentiert auch keiner, bis auf irgendwelche Darkfighter oder so. Aber Zuschauer meine ich so. Guckt wahrscheinlich eh niemand bis jetzt, aber ja. Hier mache ich meine Eisenrüstung. Ich mache gleich übrigens Eisenschwert, Eisenspitzhacke und Eisen Axt. Eisenschaufel und Eisenho. Mache ich noch nicht. Das wäre irgendwie, glaube ich, Verschwendung. Oder habe ich es gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht. Wer macht bitte zum Beispiel Netherite-Hacke? Entschuldigung. Ich fühle mich gerade ertappt, weil wenn ich mit Freunden spiele, dann mache ich mir immer aus Spaß eine. Um zu provozieren. Ja. Ja. Ich habe gerade gesehen, hier gehen ein paar Leute im Talk. Ich weiß nicht, ob es möglich wäre, dass ich meine Aufnahme mache und da beim Talk bin. Das müsste ich ausprobieren. Hab da vor 3 Jahren schon mal ausprobiert. 2 Jahren. Und da ging es nicht. Da wurde die Audio einfach nicht aufgenommen. Apropos Jahre. Seit dem 9. November ist mein Kanal 5 Jahre alt. Ich mache zwar nicht seit 5 Jahren YouTube. Also, beziehungsweise, ich mache, glaube ich, seit 3,5 oder 4 Jahren mache ich erst YouTube-Videos. Ich habe davor schon, vor 5 Jahren habe ich schon ein, zwei Videos hochgeladen, aber es waren so Test-Videos. Da habe ich auch noch abgefilmt und sowas. Das war wirklich, ja. Hier habe ich versucht, in das Haus mich reinzubuggen. Das hat auch ganz gut geklappt. Hier ist ein Shop, hier mache ich etwas Werbung für den Typen, der hier wohnt. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ihr habt es ja gerade unten gesehen. Könnt ihr gerne abchecken, wenn er online ist. Gibt ihm etwas Geld. Oh, und mir könnt ihr auch mal etwas Geld spenden. Hier wohnt, glaube ich, wie hieß er, irgendwas mit Face? Face YouTube? Ja. Das Haus gefällt mir schon besser. Besonders ihr, die Fenster und Werkbänke, ja. Werkbänke in der Wand. Ich finde es ganz cool.
Vielleicht fragt ihr euch gerade, warum bewerte ich gerade Häuser? Es liegt daran, dass ich habe das rausgekattet, aber ich brenne gerade Eisen. Und es dauert. Es dauert. Das war wirklich nervig. Ja, hier, das Grundstück gehört Käsekilian. Leute, ganz wichtig, wenn ihr Käsekilian schreibt, schreibt nicht mit Ä. Nicht Käse. Käse. Und auch nicht mit E. Schreibt es mit diesem AE, Mann, dieses AE, also ein A und ein E, was so zusammen ist, was man im Französischen oft schreibt. Das ist das sind meine Hauptbuchstaben, so, weißt du? Gleich wird auch ein lustiger Lost-Moment kommen. Und da werde ich sehr sauer werden. Und ja. Also, bitte, ihr könnt auch AE einfach so schreiben, ohne dass, was so sich berührt, dieses A und das E. Es gibt ja so einen Buchstaben, der berührt sich. Ich hab's wahrscheinlich eh schon eingeblendet. Mann, ihr könnt auch einfach AE schreiben, aber bitte nicht Ä oder E. AE oder Ei. So, wisst ihr? Also bitte, bitte. Ich hab schon mal gesehen. Ich hab schon mal, glaube ich, im Chat gesehen, dass jemand Ä geschrieben hat. Ich find's nicht schlimm, ne? Ich find's lustig und ein bisschen süß. Und hier kommt hier mal ein Lustmoment? Ach nee, der war, glaube ich, sogar schon. Der war sogar schon. Der war sogar schon. Gerade als ich zwei Helme gemacht habe, das habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich habe meinen zweiten Helm gemacht, habe Eisen verschwendet. Die zwei Eimer habe ich, damit ich Wasser und Lava holen kann. Das Video ist gleich vorbei. Wir waren sehr produktiv, haben jetzt voll Eisen equip. Ja, ich werde im nächsten Video ein paar Kritikpunkte ansprechen, die ich noch habe, die jetzt nicht in dem Video reingepasst haben. Das sind nicht viele, ein, zwei, maximal drei. Aber naja, ne? Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, bye bye und tschüssi.